Heutzutage sendet der ORF in all seinen Programmen rund um die Uhr. Aber das war nicht immer so. Es gab Zeiten, in denen das Wort Sendeschluss eine große Bedeutung hatte und der hatte eine genau festgelegte Abfolge. Die Zeit vergeht, auch ich kann mich schon daran erinnern, vielleicht erinnern Sie sich auch. Ununterbrochen rund um die Uhr. Einen schönen guten Abend, so ist das heute, aber früher, da hat die Sache ein End gehabt. Und dieses Ende hat aus drei Teilen bestanden. Da waren einmal die Fernsehansagerinnen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Auf Wiederschauen und guten Abend. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen noch eine gute Nacht. Dann folgte die Bundeshymne. Und anschließend ist dann das Testbild gekommen. Das Testbild war am Anfang schwarz-weiß und dann wurde es farbig und das Testbild konnte auch etwas. Der Techniker, der den Fernseher aufgestellt hat, hat damit das Bild eingestellt. Das war die Schärfe, das waren die Grauwerte und da hat er die Farben eingestellt. Blau, Rot, Grün ist nicht politisch gemeint. Testbild. Und weil wir immer viele Gäste haben, schauen wir doch gleich einmal, ob sich da jemand erinnert. Nein, weiß ich nicht mehr. Bundeshymne! Bundeshymne, echt? Und davor war? Irgendein Film. Lustige Filme, schöne Filme. Die Fernsehansagerin. Ah, ja, genau. Ein Rauschen, das war das End. Aber ein schönes Rauschen war das. Das war beruhigend. Beeindruckendes Rauschen gewesen. Bundeshymne, sind Sie aufgestanden, wenn die war am Sendeschluss? Nein, bin im Sessel geblieben. Wirklich? Ja. Aber da war niemand dabei? Nein, nur ich alleine und habe mir es ganz ehrfürchtig angehocht, die Bundeshymne. Ehrfürchtig. Und wissen Sie, dass es auch im Radio einen Sendeschluss gegeben hat? Nein, weiß ich nicht mehr. Und auch im Radio hat es diesen Sendeschluss gegeben. Sie hören Greta Hauptmann. Verehrte Hörer, Radio Oberösterreich beendet nun sein Programm. Wenn Sie sich nun zur Ruhe begeben wollen, wünschen wir Ihnen eine gute Nacht. Früher, dann wir das Ende bestimmt. Und heute, da bestimmen das Ende Sie. Bis nächste Woche. Es ist einfach köstlich. Damit ist auch Oberösterreich heute zu Ende. Rund um die Uhr gibt es mittlerweile auch das Internet. Nachzusehen ist unsere Sendung unter ooe.orf.at. Einen guten Start ins Wochenende wünschen wir. Danke fürs Zusehen. Bis morgen um 19 Uhr in ORF 2.